Ein Mann, der mit Cobra 11 bis zu 10 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme holte. Ein Mann, der Stunts fast alle selber machte. Darum hat er diese stahlharten Muskeln. Aber er hat eine wunderschöne Stimme und er hat eine CD aufgenommen. Ich habe mir das angehört. Es ist sowas von traumhaft schön. Mit dem Singen hat er mal begonnen und darum hängt er auch dran. Er hat sogar Filmangebote abgelehnt, hat gesagt, Kinder, nein, ich möchte jetzt in aller Ruhe dieses Album fertig machen. Dann bin ich zu allem wieder bereit. Aber erst mal eins. Eins zur Zeit und nicht alles durcheinander. Das ist ein Mann, der zu seinem Job steht. Hier ist Mark Keller. Danke dir. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein kann, oder dir? Dankeschön. Gestern haben wir gesagt, wir sagen du. Okay, gestern Abend haben wir gesagt, wir sagen du. Also das sagen wir es auch heute. Okay, wir sagen heute auch du. Marc, ich habe eben gelesen, stahlharte Muskeln. Das ist ja wirklich so. Durchtrainiert. Was machst du täglich? Ich mache jeden Tag ein bisschen Problemzonen. So nach hinten Beinchen heben, so? Seitlich hoch, ja.
Und ja, das ist alles? Ja, das ist ein bisschen mehr. Laufen um die Alster? Ich habe heute Hera Lind getroffen. Die lief auch um die Alster. Und über was habt ihr euch unterhalten? Nichts, sie sauste vorbei. Ach so, okay. Ich sagte nur, hallo, wir sehen uns heute Abend. Und dann war sie weg. Und dann? Ich sagte, sie schießt der Heck. Nein, also Scherz beiseite. Okay. Was ganz anderes. Stunts, habe ich eben gesagt, machst du meistens selber. Und bei Cobra waren ja doch einige Geschichten, die sahen sehr gefährlich aus. War das alles Mark Keller selber oder war es hin und wieder auch ein Stuntman? Also mit Sicherheit hin und wieder auch ein Stuntman. Also die Gesundheit ist das größte Gut und dessen bin ich mir bewusst und deswegen lasse ich das die Jungs machen. Aber ein kleiner Stolperer über den Bordstein mache ich dann schon selber. Ich habe die Platte mir angehört zu Hause. Das war Platte, sagt man immer noch, die CD angehört. Ja. Da sind wunderschöne Sachen drauf. Das freut mich. Das liegt dir, ne? Ja, ich liebe Musik, ja. Was ist da zum Beispiel drauf? Ich meine, unsere Zuschauer wissen es ja noch nicht alle. Also, da gibt's hast du so einen Titel, der dir gerade einfällt? Ja, also, yeah, Do I Love You, das ist die nächste Nummer. Wie geht die noch? Do I love you, don't you know by now? Do I love you, must I show you how? Do I love you, do I have to say? Und so weiter. Thank you. Schön. Das heißt, der Schauspieler, ich habe in einer Kölner Zeitung so ein kleines Interview gelesen, da fragte eine Journalistin, Herr Keller, Sie als Schauspieler im Showpalast, Palast ist gut. Palast ist sehr gut. Weil es da gerade einfach Lust gibt, nicht? Deswegen kam ich auf Palast. Ich verstehe. Palast, warum? Und da hast du gesagt, na, weil ich eigentlich als Sänger mal angefangen habe und bin dazu jetzt auch zurückgekehrt. Also ich möchte immer beides machen. Also ich habe schon als kleiner Junge immer gesungen und habe mich dann ein bisschen auf die Filmerei konzentriert und jetzt versuche ich beides irgendwie wieder weiterzumachen. Also der singende Schauspieler bleibt? Der bleibt. Danke. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ich habe mich gefreut, dass du neulich in Hamburg rechtzeitig aus der Disco raus warst. Da sind schlimme Sachen passiert. Nicht? Das ist grauenhaft, was heute alles passiert. Alles Gute. Servus, ciao und tschüss. Meine Damen und Herren,